Sonnencreme ist so ziemlich das effektivste Mittel, um vorzeitige Hautalterung, Hautkrebs und natürlich Sonnenbrand vorzubeugen. Aber wie sieht es mit Sonnencreme und Vitamin D aus? Gerade Veganer sind ja sehr oft besorgt, dass sie eventuell nicht genug Vitamin D bekommen. Und es ist ja im ersten Augenblick auch erstmal plausibel, dass wenn man sich irgendwas auf die Haut schmiert, was ja quasi die Sonne davon abhält, in die Haut einzudringen und da Schaden anzurichten, dass das dann auch irgendwie was mit dem Vitamin D-Spiegel machen könnte. Zum Glück gibt es inzwischen sehr viele Artikel, sowohl einzelne Studien als auch Übersichtsartikel, die genau das untersucht haben. Und eigentlich aus allen diesen Studien geht hervor, dass es so ziemlich keinen Effekt von Sonnencreme auf Vitamin D-Spiegel im Blut gibt. Genau dieser Zusammenhang wurde jetzt nämlich in verschiedenen Settings, mit verschiedenen Methoden, mit verschiedenen Sonnenschutzkonzentrationen, mit verschiedenen Lichtschutzfaktoren und so weiter untersucht. Und eigentlich zeigen die meisten Studien keinen Effekt, was den Vitamin D-Spiegel im Blut angeht. Einige Studien finden einen ganz leicht negativen Effekt, aber wahrscheinlich so klein, dass es klinisch wirklich nicht relevant ist, also nicht wirklich zu einem Mangel führen kann. Und einige Studien finden sogar einen positiven Effekt, was nichts weiteres heißt, als dass das Benutzen von Sonnencreme zu einem höheren Vitamin D-Spiegel im Blut führt. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Teilnehmenden in diesen Studien sich wahrscheinlich sicherer gefühlt haben, wenn sie einen Sonnenschutz aufhaben und dann halt nach draußen gehen und dann wahrscheinlich mehr Zeit in der Sonne verbringen und alleine dadurch dann der Vitamin D-Spiegel steigt. Lustigerweise haben wir übrigens einige Studien gefunden, dass das Tragen von langärmeliger Kleidung oder das Aufsuchen von Schatten einen wirklich durchaus negativeren Effekt auf den Vitamin D-Spiegel im Blut haben als die Benutzung von Sonnencreme. Die Studienlage ist etwas dünner, was Lichtschutzfaktoren über 30 angeht, zum Beispiel so ein Lichtschutzfaktor 50, das wird ja häufiger empfohlen in der Beauty- oder in der Skincare-Welt. Aber man könnte eigentlich schon aufgrund der Studien, die wir haben, darauf schließen, dass es wahrscheinlich keinen großen Unterschied zwischen Lichtschutzfaktor 30 und Lichtschutzfaktor 50 geben wird, was den Vitamin D-Spiegel angeht. Auch weil ein Lichtschutzfaktor 50 jetzt nicht unbedingt so viel mehr Sonne rausfiltert als ein Lichtschutzfaktor 30. International wird empfohlen, ab einem UV-Index von größer als 3,17 einen Sonnenschutz zu tragen. Das wird momentan in Deutschland eigentlich an jedem Tag überschritten. Ich wollte auch diese Zeit einmal nutzen, um meine Lieblingssonnencreme vorzustellen. Das ist diese Evi-Sonnencreme aus Schweden mit Lichtschutzfaktor 50. Das ist nämlich keine traditionelle Sonnencreme. Sie funktioniert etwas anders. Normale Sonnencreme, die trägt man ja auf die Haut auf, die bildet da einen Film. Diese dringt in die oberste Hautschicht ein und setzt sich da fest. Und deshalb ist dieser Sonnenschutz auch viel beständiger gegen zum Beispiel Schweiß oder man kann mit schwimmen gehen und hat danach immer noch einen guten Sonnenschutz drauf. Von daher, ich mag diesen wirklich und er kommt halt in so einer komischen Konsistenz raus. Also das ist so ein Mousse, was so ähnlich ist wie Rasierschaum. Das kann man sich dann einfach zwischen den Fingern so ein kleines bisschen zerreiben, bis es ein bisschen ja, flüssiger wird quasi. Sieht dann halt immer noch so aus und kann man sich dann einfach auf die Haut auftragen. Was ich auch wirklich mag, ist, dass in meinem Fall nach ein paar Minuten ist das so eingetrocknet, dass man irgendwie gar nichts auf der Haut sieht. So, jetzt kann ich bedenkenlos nach draußen gehen. Wir haben nämlich gerade einen UV-Index von 7 hier in Los Angeles, was wirklich hoch ist. Und wie gesagt, wenn ihr besorgt seid über euren Vitamin D-Spiegel, es besteht kein Grund zur Sorge. Ihr könnt ganz einfach Sonnencreme tragen, auch jeden Tag, auch in der empfohlenen Menge. Und das wird sich wahrscheinlich nicht nachteilig auf euren Vitamin D-Spiegel im Blut auswirken. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Und dann sehen wir uns in einem neuen Video wahrscheinlich relativ bald.